R-E-W-I-N-S-I-E. Was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Und mit dabei ist heute leider wieder keiner, Leute. Ist aber auch nicht so schlimm, denn heute Abend um 19:30 gibt es wieder einen fetten Stream und ich habe mir was ausgedacht, meine Freunde. Auch wenn jetzt Mazzi und die anderen sagen, dass ich mich eigentlich nicht darauf versteifen sollte und diese ganze Rebellionskacke sein lassen sollte, meine Freunde. Heute Abend ist es mir egal. Werden wir zurückschlagen. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Items besorgen und dann werden wir heute Abend Petrits Herrschaft direkt wieder beenden. Nein, Revi, das machen wir nicht. Das werden wir definitiv nicht machen. Mazzi, verdammt nochmal, er hat mir meine Ehre genommen. Das ist total egal. Ich habe verstanden, was deine Probleme sind. Gott. Ich habe dir zugehört. Ja. Aber du weißt ganz genau aber selber, was los ist. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Was? Wir müssen Maverick töten, Mann. Maverick ist ein Riesenproblem. Ich habe heute den ganzen Tag dran rumgetüftelt, irgendwie einen Schutzschildgenerator darzustellen, der wenigstens einen Teil des Baumes retten kann. Das hat sich verdammt schwierig herausgestellt, Mann. Ich muss so viel Energie zieren von der Magie, von mir selber alleine schon. Es ist so schwer. Kann ich dir dabei nicht irgendwie helfen? Ich meine... Natürlich kannst du mir helfen. Schau, die Sache ist, ich muss als allererstes versuchen, mit dem Baum irgendwie klarzukommen. Der Baum, mit ihm zu kommunizieren, ist ein bisschen schwer, weißt du, magietechnisch. Okay. Aber wenn ich seine Magie nutzen könnte, um einen Schutzschild um ihn herumzustellen. Was, wenn wir den Baum einfach anbohren oder sowas? Ich meine, wenn wir den Baum anzubohren? Du willst einen Baum anbohren? Ja, die Magie geht so aus dem Baum raus? Nein, okay. Nee, das geht nicht. Das ist ja Gewalt. Das ist wie wenn ich in dich rein. Das ist wie wenn du meine Magie haben willst, aber du bohrst in mich hinein. Ja, das stimmt. Ich verblute ja nur und sterbe. Ja, das hat ja nichts mit Magie zu tun. Passiert mal wieder, wenn jemand, der keine Ahnung von Magie hat, einfach mal rumgeht. Ich weiß ja nicht. Tut mir leid, ich wollte dir einfach nur meinen Einwand da gegeben haben. Ja, schon okay, ist keine schlechte Idee. Aber ich zeig dir jedenfalls, um was es geht. Vielleicht hast du eine technische Idee. Hm. Weil die Sache ist, bisher habe ich nur einen Generator hingekriegt. Und ich brauche 4 um den ganzen Baum herum. Und ich glaube, das soll ich so im Verlauf vom Tag noch hinkriegen. Oh, aber um die ganze Stadt zu retten, Mazzi, weiß ich was nicht. Ist das? Was zum ist das? Mazzi, was ich ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich halte es an! Was zum Teufel? Oh mein Gott, was machen die? Ich hab kein Schwert, Mazzi! Ich hab mein Zepter nicht mehr! Oh Gott, oh mein Gott, was sind das? Ich hab die schon mal gesehen! Was die ist das? Maverick. Die sind von Maverick! Das sind Todesgeister, Mazzi! Was zum Teufel? Das sind Schergen von Maverick! Oh mein Gott! Töte sie! Oh mein Gott, wo kommen die... Was zum... Mazzi? Was zum Teufel, was, ja? Kann es sein, dass Mavericks Ankunft quasi unmittelbar bevorsteht? Ich habe gesagt gehabt, es dauert nicht mehr lange. Okay. Ich habe doch... Ah, mein Kopf! Mazzi? Mazzi? Mazzi! Habt ihr wirklich das Gefühl, ihr könnt gewinnen? Ihr wisst, wer auf meiner Seite ist. Und er kann alles manipulieren. In jedem Schutzkreis. Mazzi? Alter, mein Kopf! Mazzi, du musst aufhören, ihn nicht reinzulassen. Jedes Mal spricht er durch dich, verdammt nochmal. Du musst damit aufhören. Was ist denn gewesen? Was ist passiert? Maverick hat gerade durch dich gesprochen, Mazzi. Was? Er hat gesagt... Warum denn das? Ihr wisst ja, wer auf meiner Seite ist. Er kann in jeden Schutzkreis eindringen. Irgendwie sowas, ich weiß nicht. Oh nein. Das habe ich immer noch nicht rausgenommen. Redet er davon Early Boy? Er redet von Early Boy. Ich habe einen Schutzkreis um die Stadt erstellt. Aber ich habe ganz vergessen, dass Early ja ein Teil der Stadt ist. Und ich habe die Magie dank ihm ausgezaubert. Und was machen wir jetzt mit Early Boy? Oh, verdammt, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat er hier irgendetwas in der Nähe, keine Ahnung, gepflanzt oder so, was diese Monster Sind das hier die Generatoren? Ja, das sind die Generatoren. Der ist 4 davon und dann müsste der Baum geschützt sein. Aber weißt du, die sind momentan rot und wenn ich die Energie vom Baum kriege, dann verwandeln sie sich in blaue Blöcke. Verstehst du? Aber ich muss das erstmal hinkriegen mit der ganzen Energie. Ich hab eine Idee. Es gibt doch sicherlich eine Möglichkeit. Ich meine, Energie ist immer etwas Physikalisches. Und nun ja, mit Physik kennen sich Tobi und ich am besten aus. Wie wär's, wenn wir... Pass auf, wir gehen heute Abend gemeinsam hin. Oh Gott, Petrit wird uns wahrscheinlich dabei die ganze Zeit terrorisieren und Maverick wahrscheinlich auch. Aber heute Abend ist es ja wieder soweit. Wir finden uns ja heute Abend wieder alle zusammen. Und ja, heute Abend treffen wir uns wieder. Können wir daran arbeiten. Richtig, genau. Was hältst du davon, wenn wir eventuell eine mechanische Pumpe bauen, die Energie aus dem Baum rauspumpt, wenn du verstehst? Etwas ich könnte einen Umwandlungsgenerator machen für die Pumpe, dass nicht Luft, sondern irgendwie Magie angesogen wird. Das richtig, wäre möglich. Genau, weil alles Energetische hat ja irgendeinen physikalischen Gegenwert. Und ich meine, dann kriegen wir das... Aber wir haben immer noch ein Problem. Early hat anscheinend irgendetwas hier in der Nähe vom Baum hingetan, was denn diese Monster rauslässt. Hör zu, dass mit der Magie geht. Ich kann die Magie kanalisieren. Okay. Das bedeutet, ich kann ein Bündel draus machen, auf die
den Early keinen Zugriff hat. Okay. Aber dafür bräuchte ich eventuell Hilfe, weil ich weiß nicht, was geschehen kann. Wenn wir diese Energie bündeln, kann sein, dass irgendwie, Masi, keine Ahnung... Warte mal ganz kurz. Weil der Schutzkreis ist dann ausgesetzt. Kann es vielleicht sein, dass dieser seltsame Altar hier vorne dafür sorgt, dass Maverick irgendwelche seltsamen Diener in unsere Welt schickt? Wo bist du denn? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber zu mir. Komm mal zu dem Haus von Baloui. Komm zu mir. Komm zu mir direkt rechts neben Early Boy. Wo bist du denn, Martin? Ja, ich sehe sie. Warte. Ich gehe übers Gefängnis. Beim Gefängnis. Komm her zu mir. Hier vorne. Diese Dinger hier vielleicht, Masi. Ich meine... Das hier ist Blutmagie. Es kann schon sein, dass die das... Wir können es ja mal dann abbauen. Dann weg damit. Aber ganz schnell. Das hat sicherlich irgendwas damit zu tun. Ich habe keine Lust, dass hier irgendwas Unvorhersehbares... Das Drachenblutmagie, irgendwie sowas. Da war ja mal besessen. Ich weiß nicht, ob sich das noch davon irgendwie auswirkt. Warte mal, Tag, ich reinige den Ort hier. Hast du das? Was denn? Es muss alles gereinigt werden, Masi, verdammt nochmal. Ja, okay, ich verstehe schon. Das kann ja... Muss Vielleicht muss ja so eine Magiereinigung mal irgendwie stattfinden. Du greifst wirklich sein Haus an? Von wem ist das? Von Baloui. Siehst du, sein Haus hält kaputt. Wir haben das. Ja, natürlich, wir haben da einen Schutzzauber drüber. Okay. Jetzt zurück zu diesem Loch hier, Masi. Pass auf, ich habe eine Idee. Komm mal ganz kurz mit. Ja. Vielleicht hältst du mich jetzt für wahnsinnig, aber ich habe eine Idee, okay? Okay, wenn sag wir an. Was ist hingehen deine Idee? Und diese Brücke, die Early Boy hier errichtet hat, ne? Ja. Ich meine, die wird ja auch irgendeinen Nutzen haben für Maverick. Natürlich, ja, natürlich. Der hat ja nicht umsonst eine Brücke hingestellt. Warum kam ich nicht auf die Idee? Richtig, und wenn wir jetzt einfach hingehen und diese Brücke ein wenig, wenn du verstehst, stehst. Ich verstehe nicht ganz. Masi, pass auf. Ich sage dir jetzt auf 3 und dann laufen wir, okay? Du willst über die Brücke laufen. 1, 2, 3. Laufen! Laufen, Masi! Lauf! Das ist kein normales TNT! Oh mein Gott! Okay. Was zum... Okay. Es macht also Schaden. Schau an. Was ist, wenn wir die Brücke einfach abtragen? Meinst du, das bringt was? Naja, du kannst versuchen, die Brücke abzutragen, aber ich glaube nicht, dass Maverick doof ist. Ja, aber ich meine, okay, immerhin... Du willst... Aber was ist, wenn Maverick sich einfach trotzdem einen Punkt wählt und dich angreift von dem Punkt? Sollten aber wir wie soll er aus dem Loch rauskommen Schutzwalle ohne Brücke? Erstellen? Ja, natürlich, wir brauchen einen Schutzwall. Aber schau mal, alles, ich meine, das ist doch keine dumme Idee, die ich hier habe, oder? Naja, wir können das mal versuchen. Vielleicht funktioniert's ja. Achtung! Sprengung! Oh Gott, das wird... Wow! Verdammt, das war jetzt nicht so klug von dir, nicht vielleicht so leicht ein zu wenig. Kontrollieren, das Zeug. Alles gut. Geronimo! Woo! Okay, alles gut. Oh, jetzt sprengt das alles in die Luft. Oh mein Gott. Masi? Komm aus dem Wasser raus, Masi. Du musst vorsichtig sein, alles gut. Aua! Ah! Wo bist du? Ich verbrenne! Komm zu mir! Warte, alles gut, ich rette mich. Alles. Ah, meine Rüstung hilft! Keine Sorge, ich hab das alles. Weißt du, was unter Kontrolle. Warte ganz kurz, einen kleinen Moment. Ah! Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das alles wirklich unter Kontrolle habe. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, alles unter Kontrolle. Hast du es geschafft? Gerade so, Masi. Wir sollten vielleicht überlegen, mal in den Turm zu gehen. Was glaubst du? Jetzt? Naja, wenn wir im Turm das Portal angucken. Ich meine, der hat zu 100% okay, ein Portal. Okay, ich bin im Turm. Bis gleich. Woo! Was ist das? Oh Mann, toll. Danke. Okay, komm rüber hier. Der eine Teil der Brücke ist schon mal zerstört. Sehr gut. Warst du bis jetzt noch nie im Turm drin? Ich war noch nie im Turm drin. Aber soweit ich weiß, lässt sich der Turm nicht zerstören. Das hatte ich damals schon mal versucht gehabt mit einem Zauber. Ja, die Brücke hier ist auf jeden Fall aus einem anderen Gestein. Komm mal her. Ich... Gott, da oben ist irgendeine Energiestruktur. Schau mal. Wo bist du? Masi, alles gut. Ich bin da. Alles gut. So. Gott, ich bin unten. Ich bin da irgendwie gerade beim Portal angekommen. Warte mal ganz kurz. Ich gehe ganz kurz. Okay, ich bin ganz oben jetzt. Ganz oben? Ja, oben auf dem Turm. Da ist irgendein Energieball. Ein Energie... Moment mal. Komm zu mir, nutz deinen Zauber. Komm her, teleportier dich zu mir. Was ist das denn? Siehst du das, Masi? Oh mein Gott. Nein. Was ist das? Nein. Was ist das? Das ist ein Magieempfänger, aber ein interdimensionaler Magieempfänger. Was heißt das? Das bedeutet, dass das Portal, das er hat... Er geht nicht kaputt. Das Portal, das Maverick hat, ist kein Portal nur in Empire. Sondern? Das ist ein Portal, das durch alle Dimensionen durchgeht. Wie hat Maverick es geschafft, so mächtig zu werden, Masi? Ich habe keine Ahnung. Soweit ich weiß, hat er die Energie von Gaia genommen. Wo bist du? Ich bin durch das Portal gelaufen. Wo bist du? Hä? Oh mein Gott. Was? Es tut weh, Revi. Oh.
Du weißt, dass mit jeder Sekunde, die du in dieser Welt verbringst, du schwächer und schwächer bist. Masi, wir müssen hier raus, ganz schnell! Masi! Mehr Kontrolle über dich erlangen! Masi, 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 raus hier! Masi! Zurück, 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 zurück! Oh Gott! Ich bin zurück, alles gut. Masi? Oh mein Gott, was war gerade los? Das hat so weh getan. Komm, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Masi, wir müssen uns dringend heute Abend gemeinsam da hinsetzen und diese Generatoren bauen. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut gewesen gerade. Ich muss mich mehr informieren über dieses Portal. Wir waren gerade in der Welt von Maverick, hast du das mit... Er hat durch mich gesprochen, er hat gesagt, dass... Wir waren in der Welt von Maverick? Er hat durch dich wieder gesprochen, er meinte, dass je länger wir hier bleiben, umso schwächer werden wir. Masi, hör mir zu. Wir müssen heute Abend diese interstellaren, was auch immer, Generatoren-Dinger bauen und dann den Baumann zapfen, okay? Wir kriegen das heute Abend. Das werden wir machen, Rebi, ja. Mach dir keine Sorgen, okay, gut, pass auf, dann versuche ich in der Zwischenzeit irgendwie ein Schreiben aufzusetzen, Tobi Bescheid zu geben, dass er heute Abend da ist und du kümmerst dich um... welche Zeit treffen wir uns denn? 19:30 Uhr, so wie immer, abends bei mir, okay? 19:30 Uhr, so wie immer. Gut, okay. Bei mir wollen wir uns... Okay, bei mir. Okay, also ich habe hier gar kein Zuhause mehr. Da komm zu mir, du bist immer herzlich willkommen. Ich spreche mich mit Tobi und den anderen ab, ja? Mach's gut, bis heute Abend. Tschüsschen. Ciao. Ja, Leute, das war's von dieser spannenden Folge von Minecraft Empire. Wartet einfach mal ab, was euch heute Abend um 19:30 Uhr im Stream erwartet. Das wird auf jeden Fall lit. Und ich würde sagen, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da. Ich bin Revi und wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns heute Abend um 19:30 Uhr beim Stream. Macht's gut und schreibt mir nicht in die Kommentare, warum meine Haare so aussehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.